Was geht ab, meine Sie weiter außer dir? Und heute packen wir unsere Mäntel aus, denn heute ziehen wir uns warm an, wie unser Boy, dem neuesten Free-to-Play-Charakter. Free-to-Play Super Saiyan Blue Vegeta. Wir bringen ihn heute auf 100% und tun ihn dann showcasen. Dementsprechend würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und legen direkt los. Es ist ja eine der neuesten Free-to-Play-Charaktere, die mit dem Dragon Ball Super Brawl Event online kam, auf der japanischen Version von Dokkan Battle. Und zwar werde ich vorerst aber nur ihn auf 100% bringen und showcasen die anderen Charaktere, nämlich die haben noch nicht ihr Awakening, aber wir erwarten ja ein Part 2 zum Story-Event. Dementsprechend wird es wahrscheinlich naheliegen, dass die anderen auch ein Awakening bekommen, früher oder später. Freunde, Free-to-Play, Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta sozusagen hat damit, beziehungsweise ist damit eine farmbare Esse für jeden anderen Vegeta Blue. Die Base-Form, wissen wir, er droppt als Base-Form. Die Base-Form an der Stelle ist natürlich eine farmbare Esse für jeden anderen Base-Form Vegeta. 20 Story-Event-Medaillen brauchen wir, um ihn zu awaken, das ist aus der letzten Stage von dem Dragon Ball Super Broly Story-Event. Dann wird er zu diesem Status, er ist vom Super Tech-Type, er seine Angst, also ich habe ihn auf 99% gerade, wir bringen ihn gleich auf 100%, aber die Sets sind die höchsten, die er quasi hat durch das Typ-System und er kommt mit 11.000 Angriffssets daher, also das ist echt interessant, für Free-to-Play-Charakter ist es gar nicht mal so schlecht auf 100%, ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, was für einen Schaden er raushauen wird. Er ist auf Level 120, Teamkosten 32, er und Goku, der Argel Goku, der Free-to-Play Argel Goku, sind ja die Leader für die Movie-Hero-Charaktere, also mit den beiden Jungs kam eine neue Kategorie, nämlich die Movie-Hero-Kategorie. Und zwar gibt Vegeta dieser Kategorie Kiplus-Star HP Attack mit 50%. Und weil diese neue Kategorie eben hinzukam, Freunde, liegt es natürlich sehr nahe, dass der neue Gogeta, wenn er erscheinen wird demnächst, diesen Leader-Skill haben sollte. Also der neue Gogeta sollte der Movie-Hero-Kategorie-Leader sein, natürlich mit einem viel besseren Kategorie-Boost. Und es wird ja spekuliert seit einiger Zeit, dass wir vielleicht Dual-Kategorie-Leader-Skills kommen. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie das Ganze ablaufen wird. Beim Gogeta könnte ich mir vorstellen, dass natürlich dann quasi zwei Kategorien einen Leader-Skill gibt oder aber auch zum Beispiel in Gogetas Fall dann, falls er droppen sollte und diese Kategorie Leader-Skill haben sollte, nur Spekulation von mir, dass es zum Beispiel der Movie-Hero-Kategorie, sagen wir mal einfach spontan, Kiplus-3, 150% auf alles gibt oder aber auch dann quasi einer zweiten Kategorie, das wird vermutet, aber dabei sollte der Boost dann geringer ausfallen. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist dann quasi, dass es der Movie-Hero-Kategorie einen Boost gibt oder Super-Types zum Beispiel. Andersrum dann mit Broly, mit Movie-Bosses und Villains, wobei da die Frage dann ist, ja, das gibt es ja schon mit Thales, ne? Jedenfalls, Freunde, da müssen wir uns noch ein wenig gedulden, das ist reine Spekulation gewesen. Wir widmen uns mal der Gegenwart, nämlich unserem Boy Vegeta. Mit der Ulti macht er, mit seinem Super-Attack macht er Super, macht er Supreme Damage und erhöht die Verteidigung für eine Runde. Mit der Passive ist es mit ihm folgendermaßen. Mich wundert gerade, haben sie das ein bisschen geändert mit dem Fenster oder sieht nur das bei mir so komisch aus, wenn ich das hier so aufpoppe? Anyway, jedenfalls, Freunde. Ja, die haben natürlich den Namen draufgeschrieben noch von der Karte. Ja, das ist anders. Von der Passive. Wenn man das hier so vergrößert, dann war nur der Passive, glaube ich, der Passive-Teil, wurde nur angezeigt. Jetzt aber auch, glaube ich, der Name des jeweiligen. Ja, jedenfalls von der Pass oder Super Attack, glaube ich. Anyway, das ist jetzt die Sache. Jedenfalls bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung durch seine Passive 50%. Wenn er gegen einen Movie-Boss-Charakter kämpft, gegen einen Movie-Boss-Gegner, dann bekommt er zusätzlich Key plus 3 Attack plus 40%. Also kommen wir auf 90% Angriff für 50% Verteidigung, wenn wir gegen Movie-Boss-Charakter kämpfen und Key plus 3. Das werden wir auch machen gleich. Wir gehen in das Event von Thales. Ich habe ihn auf 20 Crit gebracht, Level 6 Additional Attack, würde ich auch jedem empfehlen, so auf Crit zu gehen, das meiste bei ihm. Außerhalb davon, die Link-Skills, muss ich kurz einen Blick drauf werfen. Wir haben Saiyan Warrior Race am Start, wir sollten Royal Lineage am Start haben, richtig, dann sollten wir Prodigies haben. Yes, 10% hier an der Stelle, Super Saiyan sollte vertreten sein, natürlich richtig. Und dann haben wir hier noch Warrior Gods, sehr schön, wir haben Prepare for Battle und wir haben Shattering the Limit, genau. In der Kategorie ist er vertreten in Movie Heroes, in Pure Saints und in, das ist Realm of Gods, und in Pure Saints und in dem Realm of Gods Team, Freunde, werden wir ihn auch heute showcasen. Dementsprechend wird das Team gleich folgendermaßen aussehen, das werde ich euch gleich zeigen, aber wir bringen ihn erstmal gemeinsam auf 100% unserem Boy. Das wollte ich hier, oh ja, on camera machen, sage ich mal. Brrrm, 100% für unseren Boy, Super Saiyan God, Super Saiyan Vegeta. Richtig cool auf jeden Fall, also ich finde, sein Artwork ist richtig geil für einen Free-to-Play-Charakter. Jedenfalls, das Team, das wir showcasen werden, wird folgendermaßen aussehen, Freunde. Wir werden ihn in einer Rotation halten mit LLVG2 Blue. Die linken sich nämlich echt gut. Wir haben hier Super Saiyan, Warrior Gods, Prepare for Battle und Shattering the Limit. Das ist echt schöne Link-Skill-Setup, sag ich mal.
fehlen würde, was Angriffslinks genug betrifft. Prodigies, dafür wird dann Virus sorgen, der hat Prodigies, gibt 10%. Aber dann haben wir natürlich zwei schöne Supporter mit am Start. Zwei schöne Supporter, ja. Supreme Time of Geil und West Time of Geil, whatever. Jedenfalls geben diese dann quasi durch ihre Passive bis zu 40% auf Angriff und Verteidigung. Und noch eine 47% Crit Chance. Supreme Time of Geil noch Key plus 2, aber Key Probleme sollte er keine haben. Dann würde ich sagen, ich gehe kurz in ein Event rein und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, Freunde, und wir sind im Event von Thales. Wir bekommen dann quasi unseren Boost, aber erst sobald wir gegen Thales kämpfen, weil die Jungs hier, die gehören nicht zu der Movie-Boss-Kategorie. Oh, die nächste Rotation ist nice auf jeden Fall. Die nächste ist nice auf jeden Fall, das gefällt mir. Genau das, weil da haben wir Elevator Blue dann direkt mit Vegeta und mit dem Supporter. Wow, okay. Aber wir rotieren hier mal Beerus raus. Die Jungs, die können eigentlich ausschalten. Je schneller wir zu Thales kommen, desto besser eigentlich, würde ich mal sagen. Ansonsten, genau. Ja, wie gesagt, Elevator Blue mit... Aber apropos Elevator Blue, also ihr dürft von Elevator Blue nicht... Ups, hier stellen wir auf 2, jetzt, was ist los? Auch von Elevator Blue dürft ihr nicht viele erwarten, Freunde. Aber beziehungsweise wundert euch nicht, wenn Elevator Blue nicht den Schaden macht, den er eigentlich machen sollte. Weil bei mir auf JP ist er noch auf SA10 und hat 0% im Dupe-System. Deswegen, der ist einfach nur da, um die Linkskills gleich zu triggern. Von dem neuen Vegeta, auf dem Vegeta bin ich auf jeden Fall gespannt, was er dann raushauen wird. Wir dürfen gleich aber nicht vergessen, dass seine Passive noch nicht getriggert ist. Heißt, wir haben erstmal nur 50% auf den Angriff. Aber mit einem Supporter direkt am Start, wie sieht denn das Ganze jetzt hier aus? Wow! HDF! Dieses Wow war gerade ein bisschen komisch, da habe ich mich selbst überrascht. Das ist also ein bisschen unüblich für mich. Also, wow, das ist schon eher meins. Aber über 100.000 Angriffssets haben wir jetzt schon ohne dem zweiten Passive-Teil. Also wir haben jetzt nur 50% auf den Angriff. Let's go, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir machen Schaden gegen den Boy hier. Gegen ihn sollten wir gut Schaden ausrichten. Gegen Thales wird dann quasi, was dann rauskommt, weniger sein, als eigentlich ist. Aber in dem Fall ist auch immer wichtig, weil Thales eine Damage Reduction hat. Aber in dem Fall ist halt immer wichtig, was auf dem Radar steht. Auf dem Radar steht jetzt aktuell 700.000, über 700.000, das ist schön. Boah, die Ulti ist nice. Pack er sein... Genau das. 1,2 Millionen Crit. Genau das. Für einen Free-to-Play-Charakter, Freunde. Fertig. Für einen Free-to-Play-Charakter. Und das war nicht mal seine ganze Passive. Das war noch nicht mal seine ganze Passive. Geil. Geil. Da freue ich mich gleich auf jeden Fall noch auf mehr. Korrekt. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall like und falls ihr neu seid und auch im Hype seid zum Dragon Ball Super Broly Film und euch das Ganze natürlich gefällt, dann drückt doch auf den Abo-Button. Jeder Unterstützung. Zählt auf jeden Fall. Ich verplapper mich immer in diesem Part immer. Aber ihr wisst ja, das Ganze läuft. Über jede Unterstützung mich auf jeden Fall dankbar und würde mich freuen, Freunde. Ja, jedenfalls, ja, den können wir eigentlich auslöschen, mehr oder weniger. Bin ich ehrlich. Wie gesagt, je schneller wir zum Argeltales kommen, desto besser für uns. Oh, aber das war gerade geil. Das war wirklich geil von ihm zu sehen. Wir hatten natürlich einen Supporter dabei, so ist nicht. Aber Support gehört dazu. Wir sind im Pure Saiyan Team. Heißt Double 105% Lead, das ist gerade der höchste Boost, den er bekommt in den Kategorien, in denen er vertreten ist. Könnte es in Zukunft vielleicht ändern, in der nächsten Zeit sogar, wenn, wie gesagt, Gogeta der Movie Heroes Leader sein sollte. Jedenfalls sind wir aber in der Gegenwart und dementsprechend sieht unser Damage auch folgendermaßen aus, was wir vorhin gesehen haben. Das war echt cool, 1,2 Millionen Crit für einen Free-to-Play-Charakter und da war nicht mal die ganze Passive aktiviert. Also da freue ich mich gleich auf mehr, wenn die Passive aktiviert ist, aber da wird es wahrscheinlich dann... interessanter sein oder richtiger sein, darauf zu achten, was auf dem Radar steht, weil wie gesagt, Thales seine Damage Reduction haben wird. Au, okay, halt. Schade. Wir haben zwar jetzt quasi jeden Links getriggert, außer Saiyan Body Race, wenn mich alles täuscht. Wir haben jetzt halt zusätzlich dazu noch Prodigies, aber warum habe ich schade gesagt, weil ich glaube, LAVG2Blue wird Thales umhauen. Guck mal, what? 155.000? Ah, jetzt haben wir unsere Passive getriggert, nämlich, weil wir kämpfen ja jetzt gegen Thales. Haben auch Prodigies getriggert, heißt mit einem Support sollten wir eigentlich mehr haben. Prodigies ist jetzt einfach nur so da, dass wir quasi dann auch noch 10% bekommen. Aber 155.000 für ein Free-to-Play-Unit, natürlich ist es auf 100%. Okay, jetzt stopp. Jetzt bin ich gespannt, bevor ich weiterrede, ob ihr noch 100% bringen sollt, komme ich gleich auch zu Gesprächen. Aber was sieht alles auf dem Radar aus? Das wird interessant sein. Okay, ein bisschen weniger, wirklich nur ein bisschen mehr als vorhin, aber vorhin hatten wir auch einen Supporter dabei, der uns 40% auf den Angriff zusätzlich gegeben hat. Wenn sie wieder reinkommen wird, dann wird es wirklich interessant sein, zu sehen, was abgeht. Jetzt muss ich, diesen Goku da in Zaum halten, der soll die nicht ulten. Die will ich rausrotieren, weil die gibt immer 40% direkt, aber,
Oh mein Gott. Uigoku will ich nicht, dass er ultet. Okay, nice, sehr gut, sehr gut. Weil, wenn wir zum Argeltals kommen, wäre es auch nice. Denn da haben wir einen Typenvorteil auf jeden Fall. Ja, aber das war auf jeden Fall mal gut zu sehen. 155.000 wirklich auf den Angriff-Stats. 5 Hits per Unit. Natürlich jetzt. Jetzt habe ich wieder einen Anschluss bekommen. Ob ihr ihn auf 100% bringen solltet, ist so eine Sache. Ich meine, jetzt haben wir einen Showcase. Jetzt könnt ihr das mal für euch selbst betrachten. Ob ihr ihn oft nutzen werdet. Ich meine, wenn ihr irgendeinen anderen Vegeta Blue habt, zum Beispiel Evo Vegeta, dann hat der natürlich Vortritt in jedem anderen Team. In jeder gleichen Kategorie, in denen sie vertreten sind, sage ich mal. Ja, in der Kategorie, in der jetzt er einzeln vertreten ist mit dem AGL Vegeta Blue oder den aus Resurrection F, sind das die Resurrection F Vegetas. Oh, hier Ultra Instinct, der tickt jetzt hier aus. Oh nein, der soll aber nicht austicken, Mates sein. Der soll den Ball flach halten. Den wollen wir auch raus haben hier. Wir wollen den auch hier raus haben, Mates sein. Okay, okay, okay. Vegeta, komm mal her. Genau, perfekt, Vegeta. Wollen wir mal testen, auf wie viel Vegeta tankt? Ich bin dafür auf jeden Fall. Let's go. Wie viel Vegeta tankt? Wir heilen uns nur. Damit wir auf Nummer sicher gehen. Der, okay, Thales. Thales hat den Ball. Ja, Uigoku, der wird einfach ulten. Der wird einfach ulten. Das wird jetzt ein bisschen. Der ist auf 100%, der Friend. Ich wollte eigentlich keine 100% nehmen, weil der kann ihn vielleicht one-shotten. Ich hoffe aber nicht. Der hat nämlich noch sehr viel Leben. Egal, jedenfalls 15.000, okay. Wir haben jetzt nämlich. Ja, wir haben 50% Verteilung immer konstant. Was wir jetzt dazu bekommen haben, sind Kiplus 3, weil wir gegen Thales kämpfen. Und dann noch auf den Angriff weitere 40%, heißt 90% Angriff. Und wir haben jetzt quasi den Wert, den wir am Anfang hatten, aber ohne der Passive. Jetzt ist quasi. Der Anfang hatten wir wirklich einen guten Wert, weil da hatten wir auch Supreme Time of Guile, die Supporter hat 40% auf den Angriff gegeben hat. West Time of Guides. Ne, die West Kai, die war am Start, richtig. Wenn die jetzt noch in die Rotation kommt, dann gegen Argeltals, dann werden wir auf jeden Fall sehen, was so mehr oder weniger das Maximum bei ihm ist. Mehr oder weniger. Oh, stopp, mach langsam. Okay, nice. Denn, was im ersten Szenario gefehlt hat, war halt Saint Warrior Race und Prodigies, aber es gibt spontan, wenn ich das sagen darf, keinen, der alle Links jetzt deckt, die Angriff decken. Einzige, was jetzt. Oh lol. Einzige, was jetzt quasi im Moment, Freunde. Ja, Virus kann angreifen eigentlich. Thales sollte sich healen, hoffentlich. Und dann, ja, machen wir das so. Ja, es gibt halt, wie gesagt, keinen Partner, der alle Links deckt. Das Einzige, was noch, wo wir Prodigy hinzubekommen würden, haben wir auch schon gesehen, wenn Virus in der Rotation ist. Aber da verzichten wir dann halt auf den Support-Aspekt. Und genau, wenn das jetzt, also ich will jetzt quasi noch, um es einfach zusammenzufassen, die Rotation sehen mit, in der West Supreme Kai nochmal drin ist. Das wird dann die nächste Rotation sein. Wir haben ja einen Typenvorteil und dann bin ich echt drauf geschaut, was Vegeta da leistet. Das will ich auf jeden Fall noch sehen. Boah, 1,5 Iseibirus, kein Dupe, nichts. Boah, mach auch langsam bitte. Und der hat seine Passive noch nicht aktiviert, seinen zweiten Passive-Teil. Nämlich wenn er angegriffen wird, dann bekommt er einen weiteren Boost. Das hat gefehlt. Aber das ist jetzt nicht die Show von dem. Wir wollen nämlich Vegeta betrachten. Jetzt, genau die Rotation wollen wir haben. Perfekt. Perfekt. Jetzt bin ich drauf gespannt, was hier abgeht. Denn wir haben jetzt 124.000. Wir hatten in der einen Rotation hatten wir 155.000. Wieso hatten wir da so viel? Was habe ich da verpasst? Hä? Wir haben doch jetzt das Movieboss Thales. Das ist eine Movieboss-Kategorie. Wir haben eigentlich unsere komplette Passive getriggert. Wartet mal. Ja, die ist getriggert. Ist darum, weil das sehe ich an den Key jetzt. Das kann ich an den Key merken. Nämlich, wir hätten jetzt eigentlich nur 6. Wir sollten eigentlich nur in dem Szenario 6 Key haben. Durch die Leader Skills. Aber wenn er gegen Movieboss Charakter kämpft, bekommt er weitere Key plus 3. Deswegen hat er jetzt 9. Okay, also die Passive ist auf jeden Fall getriggert. Die Pass ist getriggert. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, im Nachhinein werde ich es dann auf jeden Fall sehen, wenn ich das Ganze mir nochmal anschaue oder editiere. Achso, warte mal, ich glaube, wir hatten davor mehr, weil ich schon angegriffen hatte und Orbs eingesammelt hatte. Macht nichts. 800, okay, über 800.000. Okay, heißt, auf dem Radar kommen wir nicht auf 1 Million. Auf dem Radar kommen wir nicht auf 1 Million. Das ist trotzdem nicht schlimm. Er ist ein Free-to-Play-Charakter. Wir haben gesehen, wenn ein Crit durchkommt gegen einen Gegner, der quasi keine Damage-Reduction hat oder so, dann kommt er mit einem Crit über 1 Million. Wenn er mit einem Crit über 1 Million kommt und da hat er seine Pass nicht mal getriggert gehabt, dann
kann ich trotzdem sagen, für den Feedback ist auf jeden Fall solide, wenn quasi natürlich, also vorhin, also im ersten Jahr war seine Passive nicht aktiv, aber trotzdem kam er mit einem Crit über 1 Million, also das muss man auf jeden Fall gut schreiben, denke ich. Dennoch würde ich sagen, man muss ihn nicht unbedingt auf 100% bringen. Ich wollte das einfach nur hier zum Showcase haben, damit wir das auch sehen und damit wir da auch schlauer werden einfach, wohl im Endeffekt hoffentlich. Und mal gucken, ob Virus den Job hier erledigt. Ansonsten bin ich eigentlich, ja, er macht seinen Job solide, sag ich mal. Er macht seinen Job solide. Wir haben ihn in einem Realm of Gods Team getestet und nicht ihn als Leader genommen, weil er ist zwar ein Movie Hero Leader, aber sein Boost ist ja 50%, das ist ja sehr gering. Dementsprechend, Freunde, Virus erledigt hier den Job. Ich denke, wir konnten trotzdem im Showcase alles abdecken. Im letzten Szenario hatten wir quasi dann das bestmögliche Setup in diesem Realm of Gods Team. Wir hatten 40% Support Boost, wir hatten die Passive getriggert gegen einen Movie Boss Leader, wir hatten zwar Typenvorteil, aber wir hatten keinen Crit und der Damage kam da nicht durch, weil Thales der Damage Reduction hatte. Wichtig war, was auf dem Radar stand. Auf dem Radar stand dann im Endeffekt 870.000 so um den Dreh herum. Für den Free to Playboy ist es solide, aber so als Fazit kann ich sagen, man muss ihn nicht wirklich auf 100% bringen. Ich hoffe dennoch, das Ganze hat euch gefallen zum Free to Play. Wie geht da mit seinem Mantel, Freunde? Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.